Sauerteig repräsentiert Sünde, deswegen feiern wir das Abendmahl mit ungesäuertem Brot, auch Matzen genannt. Warum? Weil das Brot, das wir brechen, Jesu Christi Leib repräsentiert und Jesus Christus ist sündlos, das sündlose, perfekte Opferlamm, das für uns geschlachtet wurde. Deswegen ungesäuertes Brot, sündfrei, rein. So ist Jesus Christus, er hat nie gesündigt. Er ist unser Opferlamm, genauso wie die alttestamentliche Version des Passafest mit ungesäuertem Brot gefeiert wurde. Was nicht in meinen Kopf reingeht, ist, warum Christen glauben, dass wir das Abendmahl dann mit alkoholischem Wein feiern sollten. Ich erkläre dir, warum das nicht in meinen Kopf reingeht. Was ist Sauerteig? Das ist fermentierter Teig, und zwar fermentiert durch Hefe. Was ist alkoholischer Wein? Das ist fermentierter Traubensaft, und zwar fermentiert durch Weinhefe. Ja, so wird das tatsächlich bezeichnet. Also wie kann es in Ordnung sein, alkoholischen Wein zu trinken zum Abendmahl, aber es wäre nicht in Ordnung, wo mir jeder zustimmen würde, gesäuertes Brot zu essen? Wie passt das zusammen? Natürlich trinken wir beim Abendmahl Traubensaft. Ja, wir trinken Traubensaft. Wir trinken keinen alkoholischen Wein. Denn nochmals, alkoholischer Wein, was ist das? Das ist Traubensaft, fermentierter Traubensaft, und zwar durch Hefepilze. Genauso wie Sauerteig fermentiert ist durch Hefe. Okay, also wenn Sauerteig ja Sünde repräsentiert, warum sollten wir dann fermentierten Wein trinken? Es macht keinen Sinn. Wir trinken unvergorenen Traubensaft. Und ja, was hat Jesus gesagt? Nun, hier ist das Ding. Jesus hat nie das Wort Wein gebraucht im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Ist das bewusst? Viele Christen wissen das gar nicht. Jesus hat immer wieder gesprochen in den Evangelien von dem Gewächs des Weinstocks. Nun, das Gewächs des Weinstocks ist nicht vergorener Saft, ist nicht alkoholischer Wein, sondern was ist der Saft, den wir bekommen aus dem Gewächs des Weinstocks? Das ist natürlich unvergorener Traubensaft und nicht schon alkoholischer Wein, fermentierter Traubensaft, sondern unfermentierter Traubensaft. Ich meine, muss ich das wirklich erklären, aber Christen sind so festgefahren darin, dass man das so ins Detail runterbrechen muss. Wir feiern Abendmahl mit unvergorenem Traubensaft, denn was stellt der Saft dar? Jesu Blut. Nun, Jesu Blut, ist das perfekt oder nicht? Jesu Blut ist das perfekte Blut Gottes. Jesus Christus ist Gott, er hat sein Blut für uns vergossen und wir brauchen das Blut Gottes, um gerettet zu werden. Wie sollten wir dann Abendmahl mit alkoholischem Wein feiern? Das ist eigentlich blasphemisch. Dann zu sagen, dieser alkoholische Wein, der repräsentiert Jesu Blut. Das ist eigentlich blasphemisch, sowas zu sagen.